finde, man sollte nicht geschlechterneutral werden, man sollte geschlechterrepräsentativ werden, eher in der Produktion. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview unseres Seminars Entertainment unter der Leitung von Professor Dr. Schwab an der Universität Würzburg. Auch heute geht es natürlich wieder um ein Kapitel aus dem Oxford Handbook of Entertainment Theory. Diesmal steht die Rolle des Geschlechts bei der Auswahl von Unterhaltungsmedien, dem Umgang mit ihnen und den Reaktionen darauf im Vordergrund. Warum gibt es eigentlich geschlechtstypische Filmgenre-Präferenzen? Und welchen Einfluss haben wiederum Filme und Serien auf unsere Vorstellungen von geschlechtskonformen Eigenschaften? Diese und viele weitere Fragen möchten wir heute mit unserem Interviewgast diskutieren. Ich bin Hanna Finja Weichert und habe heute zu Gast die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Sabine Reich von der Hochschule für Musik, Theater und Medien aus Hannover. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung. In ihrem Kapitel A Systematic Gender Perspective on Entertainment Theory beschäftigte sie sich mit dem Einfluss von Gender in der Unterhaltungsforschung. Frau Dr. Reich, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja. Ich möchte Ihnen gerne zum Einstieg ein paar kurze Fragen stellen. Und zwar, was war eigentlich Ihr Kinderlieblingsfilm, der Ihnen so spontan einfällt? Das ist eine gute Frage. Kinderlieblingsfilm. Ich würde jetzt am liebsten behaupten, ich habe nicht viel Fernsehen geguckt, aber das ist natürlich eine Lüge. Und mir fällt aber kein Film ein auf die Schule. Okay, na gut, ist ja nicht schlimm. Aber haben Sie vielleicht ein Lieblingsfilmgenre oder ein Lieblingsseriengenre? Also bei den Serien bin ich alles, was in dem Bereich dieser Quality Serien so in den letzten 10 Jahren lag, aber vor allem im Bereich irgendwie Crime Fiction, so ja, genau. Und beim Fernsehen würde ich das, also ja, eine gute Action, einen guten Actionfilm, der die üblichen Stadien eines Actionfilms durchläuft, bin ich immer gut für zu haben. Okay, gut. Mit welchem fiktiven Charakter aus welchem Film oder Serie würden Sie sich am ehesten identifizieren? Oder, wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen, hatten Sie vielleicht schon mal eine parasoziale Beziehung zu einem Charakter? Nicht nur einmal, zur zweiten Frage, zur parasozialen Beziehung. Und mit wem ich mich am ehesten identifizieren würde, mir würde nicht mal mehr Ihr Name einfallen, aber die Hauptrolle aus Shameless, die älteste Tochter aus Shameless, das ist mein Spirit Animal. Und wissen Sie noch, mit welcher Figur Sie eine parasoziale Beziehung haben? Also zum Beispiel jetzt das Geschlecht, oder wissen Sie noch ganz konkret, welche Figur das war? Parasoziale Beziehung beispielsweise mit der Alicia aus The Good Wife, ja, also das kann ich noch konkret sagen, genauso wie die Tochter aus Shameless, ja. Okay, gut. Jetzt sind wir ja mit unseren Fragen schon, haben wir ein paar Punkte schon aus Ihrem Kapitel angeschnitten, aber jetzt wollen wir noch mal ganz von vorne beginnen, und zwar das Geschlecht. Ja, mit dem Wort Geschlecht werden wir in unterschiedlichen Kontexten konfrontiert, zum Beispiel an der Uni, wenn wir irgendwie als Proband an einer Studie teilnehmen, oder in anderen verschiedenen Kontexten, und häufig wird dabei das Geschlecht als soziodemografische Variable mit erfasst. Da gibt es dann meist so die Auswahloptionen männlich, weiblich und divers. Und würden Sie eigentlich sagen, dass wir hier das biologische Geschlecht erfassen oder eigentlich eher das Gender? Also ich würde vermuten, wir erfassen beim Großteil der Bevölkerung das biologische Geschlecht. Wenn wir Gender erfassen wollen, dann würden wir ja erfassen wollen, wie die Leute sich fühlen oder als was die sich identifizieren. Die große Bevölkerungsbreite führt keinen Gender-Diskurs. Also die reden nicht darüber, was ist das gefühlte Geschlecht und was ist mein biologisches Geschlecht, als was identifiziere ich mich. Also wenn man da tatsächlich was anderes als biologisches Geschlecht erheben will, müsste man natürlich erstmal diese Information, dass es was anderes gibt, in die breite Bevölkerung tragen können und das Bewusstsein dafür schaffen. Jetzt haben ja schon einige Studien zum Beispiel untersucht, ob es
typische Filmgenre-Präferenzen gibt. Und zum Beispiel haben ja wir und Kollegen herausgefunden, dass Frauen zum Beispiel lieber Dramen und Romanzen anschauen, während Männer lieber Action- und gewalttätige Filme schauen. Und kann man eigentlich jetzt auch aufgrund Ihrer vorherigen Ausführungen sagen, kann man das überhaupt auf das biologische Geschlecht zurückführen, diese Ergebnisse? Oder kann man eigentlich sagen, na gut, man weiß gar nicht genau, ob man hier das biologische Geschlecht erfasst hat oder ob manche vielleicht auch gedacht haben, okay, ich gebe hier lieber mein Gender an. Also kann man das überhaupt so voneinander trennen? Man kann es vor allem deshalb nicht trennen, nicht weil man nicht weiß, was die Leute geantwortet haben, sondern weil die These, dass es eine biologische Prädisposition für Actionfilme bei biologischen Männern und eine biologische Prädisposition für Romanzen bei biologischen Frauen gibt, ist eine ziemlich steile These nach dem Stand der Wissenschaft heutzutage. Ne? Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Unterschied immer wieder findet, aber den aufs biologische Geschlecht zurückzuführen, das ist der Fehlschluss von meiner Meinung nach dabei. Also wäre es jetzt irgendwie richtiger, an der Stelle von Gender zu sprechen? Genau, es wäre vermutlich auch zielführender, Gender konkret zu erheben, also die Leute in irgendeiner Form danach zu fragen, als was sie sich identifizieren, welche geschlechtlichen Eigenschaften sie sich zuschreiben oder geschlechtertypischen Eigenschaften sie sich zuschreiben und dann auch sowas wie Filmpräferenzen abzuheben, dann würde man vermutlich auch eine viel größere Erklärkraft erhalten durch die Fragebögen und das wäre wahrscheinlich ein bisschen genauer sozusagen. Weil was natürlich passiert ist, wir fragen, sind Sie Mann, Frau, sind Sie männlich, weiblich? Und dann fragen wir die Filmpräferenzen oder davor fragen wir die Filmpräferenzen und sagen, es gibt einen Geschlechterunterschied. Und ganz häufig haben aber die Wissenschaftlerinnen, die das sagen, die gehen ja nicht alle davon aus, dass das biologisch vorgeschrieben ist, sondern eigentlich haben die ja häufig ganz soziale Thesen darüber, warum Männer und Frauen unterschiedliche Filme und Filmgenres mögen. Aber die untersuchen sie nicht, wenn sie halt nur nach Mann oder Frau fragen beim Geschlecht oder beim Gender. Ja, welche Theorien würden Ihnen jetzt gerade so in den Sinn kommen? Ich hätte jetzt so ein bisschen an die soziale Lerntheorie von Bandura beispielsweise gedacht. Könnten Sie da an der Stelle gerade drauf eingehen? Genau, an sowas habe ich am Ende auch gedacht. Eine sozialkognitive Theorie auch der Genderentwicklung. Es behauptet ja niemand, dass es keine biologischen Unterschiede gibt. Ne? Die gibt es sehr wohl. Gibt es ein ganzes Spektrum über die von den Chromosomen angefangen, über die Hormone bis hin zu den Geschlechtsorganen. Aber ausgehend davon kommen dann ganz viele soziale Faktoren in der Entwicklung mit rein, in der Sozialisation mit rein. Und die führen eben dazu, dass bestimmte geschlechtstypische Eigenschaften häufig eben bei Jungs gefördert werden und andere bei Mädchen gefördert werden. Und so entwickeln sich dann, was wir später als stereotype Verhaltensweisen und Eigenschaften bei Männern und Frauen erwarten und sehen. Und da ist eben die Frage, ist es tatsächlich biologisch vorgeschrieben oder ist es das, was wir Jungen und Mädchen schon sehr früh mit auf den Weg geben, sowohl im persönlichen sozialen Nahbereich als eben auch in den Medien, ne? Ja, jetzt, wo Sie den letzten Punkt vorhin angesprochen haben, fällt mir auch jetzt ein gutes Beispiel vielleicht so ein. Ich saß letztens zusammen mit meinem Freund auf der Couch und wir wollten uns halt einfach einen Film anschauen. Und da haben wir uns überlegt, ja gut, was gucken wir uns an? Und es war eigentlich so, er wollte halt sich lieber einen Liebesfilm anschauen. Und ich stehe halt total auf Actionfilme. Also ich gucke total gerne James Bond und in der Richtung so weiter. Und jetzt, wie Sie auch gerade schon eigentlich angesprochen haben, entspricht das ja überhaupt nicht diesen geschlechtstypischen Vorstellungen unserer Gesellschaft, dass Frauen jetzt Actionfilme schauen und Männer eher Liebesfilme schauen. Wäre es jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle total sinnvoll, dass man, wenn man jetzt dieses Phänomen erforschen möchte, zwischen dem biologischen Geschlecht und Gender unterscheidet, damit man jetzt rechtfertigen kann, warum mein Sehverhalten auch normal ist und das von meinem Freund ebenfalls? Absolut. Wenn so eine Unterscheidung gemacht werden würde, würden wir eben sehen, ne, dass das Verhalten eben nicht von ihrem biologischen Geschlecht abhängig ist, sondern von solchen Eigenschaften wie risikoaffin sie sind, wie abenteuerlustig jemand ist, wie viel
Wohlfühlpotenzial jemand braucht. Also da gibt es einfach ganz viele Eigenschaften, die geschlechtlich konnotiert sind, als einmal männlich oder auch als weiblich, aber die natürlich in beiden biologischen Geschlechtern und eben auch darüber hinaus in der ganzen Varianz von anderen Geschlechtsausprägungen, die es noch gibt, vorhanden sein können und die vermutlich viel besser erklären, warum jemand Filmpräferenzen hat als andersherum. Und damit würden wir natürlich auch umgehen, wenn wir Leute also so einen Fragebogen geben würden, ne? Risikofreudig oder so sie sind, ja, dass damit würde man auch umgehen, dass die Leute natürlich das antworten, also sozial erwünscht antworten, ne? Also das, was sie denken, was man von ihnen erwartet als Mann oder als Frau, ne? Weil das ist natürlich auch ein Punkt. Viele Leute nutzen natürlich Medien auch, um ihre Geschlechterrolle und ihrer Geschlechtsidentität irgendwie gerecht zu werden, sozusagen. Genau, jetzt haben Sie schon ganz oft das Wort Geschlechtsidentität angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was genau ist denn jetzt die Geschlechtsidentität und muss sie immer gleich zu meinem biologischen Geschlecht sein oder kann sie auch unterschiedlich sein? Die Geschlechtsidentität ist tatsächlich vereinfacht gesagt so, wie Sie sich fühlen, das Geschlecht oder die Geschlechtlichkeit, der Sie sich am ehesten zugehörig fühlen. Das kann für den einen sein, ne? Die fühlen sich eben so, wie ihr eigenes biologisches Geschlecht auch ausgewiesen ist. Ein Mann, der sich sehr männlich fühlt oder eine Frau, die sich sehr weiblich fühlt, das wären die, wo es übereinstimmt. Aber es kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Oder es kann eben so sein, dass Leute mittlerweile diese geschlechtlichen Extreme sozusagen als Mann oder Frau komplett ablehnen. Und könnte gerade diese Geschlechtsidentifikation jetzt meine Filmgenre-Präferenz erklären? Also jetzt bezogen einfach auf mich. Ich bin jetzt biologisch betrachtet eine Frau, aber ich gucke jetzt zum Beispiel super gerne Action- und gewalttätige Filme. Könnte man das jetzt mit meiner Geschlechtsidentität erklären? Oder würden Sie sagen, es gibt da eigentlich noch einen anderen Punkt, der viel besser passen würde? Zum Beispiel jetzt die Geschlechtsrollenorientierung, so wie Sandra Bem das zum Beispiel angenommen hat. Was wert einfach Ihre Meinung. Genau, also die Geschlechtsrollenorientierung, die ist gar nicht so unabhängig von der Geschlechtsidentität, ne? Also das eine ist natürlich das Geschlecht, was man ausdrückt und sagt, also ich identifiziere mich als Frau oder als Mann, ne? Das ist ja sehr explizit, aber als Geschlechtsidentität muss man tatsächlich auch einfach sowas wie Geschlechterrollenorientierung verstehen, also Persönlichkeitseigenschaften. Also wenn Sie sagen, Sie sind besonders offen herausgehend, ne, irgendwie risikoaffin oder ne, was auch immer, verhandlungsfreudig, streitfreudig oder sowas, ne, das sind alles typisch männliche Eigenschaften. In den meisten Studien oder in den meisten Skalen, wenn das so Eigenschaften sind, die Sie für sich irgendwie verorten, ne, oder die zu Ihnen gehören, dann sind das mit Sicherheit die Eigenschaften, die halt viel besser Präferenzen erklären können in der Mediennutzung und auch in der Unterhaltungsnutzung. Und genau, das würde ich alles als großes, ganzes Geschlechteridentität sozusagen verbuchen. Gut, ja, wir kommen jetzt schon zum nächsten Punkt. Jetzt leider einen kleinen Bruch hier drin. Und zwar haben aktuelle Studien ja gezeigt, dass in Filmen eher jüngere Frauen als ältere Frauen gezeigt werden oder dass mehr weiße als farbige Personen zu sehen sind, aber auch, dass mehr männliche als weibliche Personen in den Hauptrollen zu sehen sind. Und jetzt haben Sie auch in Ihrem Kapitel auch geschrieben, dass diese verzerrte Darstellungsweise auch irgendwo einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, also wir als Rezipienten, und dass der Grundstein davon schon in der frühen Kindheit gelegt wird. Und warum würden Sie zum Beispiel sagen, oder würden Sie sagen, dass es für Kinder gleichermaßen wichtig ist, weibliche und männliche Personen in den Hauptrollen zu sehen? Also ich glaube, die theoretischen Hintergründe, ne, sind einfach das, was wir so kennen aus der Medienwirkungsforschung, alles, was irgendwie sozial-kognitive Basics auch hat oder da so ein bisschen draus hervorgekommen ist, sei es Kultivierungstheorie und so weiter, ne? Also wir sehen quasi immer wieder beispielsweise
Jungs und Männer und männliche Figuren schon in Comics, die aktiv sind, die Sachen entscheiden, die Dinge tun sozusagen, während eben weibliche Figuren entweder gar nicht auftauchen oder eben das nicht tun. Und wir gehen ja in dieser ganzen sozialkognitiven Theorie, in diesem ganzen Theoriegebilde davon aus, dass natürlich neben der Sozialisation, die wir im Nahbereich irgendwie haben, Medien auch gewisse Aspekte des Lebens abbilden, die wir vielleicht im Nahbereich nicht direkt kennen. Ja? Zum Beispiel, jetzt ganz platt gesagt, könnte es ja sein, dass ein junges Mädchen oder ein junger Junge sozusagen in ihrem Nahbereich ganz stereotype oder ganz traditionelle, muss man ja sagen, Familienverhältnisse hat. Ja, Mutter viel zu Hause oder arbeitet Teilzeit, Vater geht arbeiten und so weiter. Diesen beiden jungen Menschen oder Kindern zu zeigen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, das würden sie eventuell im Nahbereich nicht erleben, können sie aber natürlich über fiktionale Angebote eher erleben. Ne? Und das gilt eben dann für diese ganze Reihe, Frauen können auch in technischen Berufen unterwegs sein und so weiter. Also die Medien generell oder aber auch vor allem fiktionale Medien geben uns Möglichkeiten, einfach Sachen kennenzulernen, die wir eventuell auch nicht in unserem persönlichen Nahbereich haben, also unseren Horizont in gewisser Weise zu erweitern. Und das gilt eben für Geschlechterrollen und für Geschlechtsidentitäten ganz genauso. Ne? Also würden Sie ja nicht sagen, man müsste jetzt hier schon bei Unterhaltungsmedien für Kinder eigentlich schon anfangen zu sagen, okay, wir brauchen auch starke Frauen in den Hauptrollen und auch starke Männer, damit eben diese Geschlechtsstereotype sich mit der Zeit aufbrechen können, also damit man schon früh damit konfrontiert wird, dass das, was man vielleicht aus der eigenen Kindheit kennt, nicht ja normal sein muss oder dass es auch anders geht? Dass man eine ganze Varianz einfach kennt, eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten kennenlernt, die... Genau, und das eben alles als normal anerkennt oder ansieht, das gilt für Geschlecht, das gilt für Sexualität ganz genauso beispielsweise, und das ist ja auch ein eng verbundenes Konzept einfach, und das lohnt sich auf jeden Fall so früh wie möglich anzufangen, und die Sender und die Produzenten werden sich dessen ja offensichtlich auch immer mehr bewusst. Ne? Viele Leute wissen, irgendwie brauchen wir mehr weibliche Charaktere, wir brauchen auch mal weibliche Superhelden. Das kommt so nach und nach auch in den Kinderserien, aber wir sehen eben auch immer noch selbst da, ne, graduelle Unterschiede. Weibliche Superheldenfiguren in Comics stellen mehr Fragen als die männlichen Figuren. Ja, die sind also unsicherer, während die Jungs einfach vorangehen. Die weiblichen Superhelden sind immer eher in Gruppen und die Jungs sind Einzelgänger, die das alleine schaffen, so in der Art. Also das sind ganz viele graduelle Unterschiede, die aber natürlich ganz viele Konsequenzen, wenn man drüber nachdenkt, mit sich führen können. So, ne? Ja, wo Sie es eigentlich jetzt auch schon angesprochen haben, ist ja nicht nur die Gleichverteilung von Männern und Frauen in Filmen besonders wichtig, sondern auch die Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Und jetzt ist ja gerade der neue James Bond rausgekommen. Und würden Sie sagen, dass jetzt eine weibliche James-Bond-Darstellerin die Gender-Stereotype in dieser Gesellschaft ein bisschen aufbrechen könnte? Also wäre das, also könnten Sie zumindest einen kleinen Beitrag leisten? Oder wäre das die falsche Herangehensweise? Wir dürfen ja immer nicht überschätzen, was einzelne Medienangebote leisten können, sozusagen, gerade in so einem ja doch sehr verfestigten Konstrukt wie Gender und Geschlecht. Aber natürlich die Masse macht's. Und da würde eben auch ein weiblicher James Bond für den einen oder die andere irgendwie interessant sein und da zu mehr Identifikation und Unterhaltungserleben zum einen führen, ne? Und aber auch das Gefühl geben, dass gewisse Barrieren aufgebrochen sind quasi. Ob man das jetzt über diese Franchises macht, ich vermute, wenn man James Bond jetzt verweiblicht, wäre der Aufschrei auf anderer Seite auch wieder sehr groß, weil man natürlich Altbewährtes verändert. Dann hätte man ja vielleicht später so ein Ungleichgewicht wieder daran, dass dann mehr Frauen, jetzt rein hypothetisch betrachtet, dass einfach mehr Frauen jetzt in den Filmen vertreten sind als Männer, um das jetzt zu verhindern, also nur rein hypothetisch. Würden Sie sagen, dass man einen guten Film auch ohne Gender-Stereotype überhaupt drehen kann und dass der auch wirklich gut ist? Geschlecht ist halt einfach eine sehr zentrale Kategorie in der sozialen Wahrnehmung. Von daher muss man sich auch einfach bewusst sein, wenn man versucht, Geschlecht komplett
loszuwerden in der Darstellung, kann das natürlich auch schnell gekünstelt wirken. Von daher würde ich eher dafür plädieren, nicht geschlechtsneutral zu sein, sondern geschlechterrepräsentativ zu sein. Also einfach alle Geschlechter und Geschlechterkombinationen, Persönlichkeitstypen irgendwie abzubilden und eben nicht in Stereotype zu verfallen. Ich glaube, das ist durchaus viel einfacher möglich. Und eben dann die weniger Stereotypen auch nicht immer so als das Besondere so darzustellen, ne, sondern eben nicht daraus immer das Seriennarrativ oder das Serienproblem zu machen oder das Filmproblem zu machen, sondern sowas sollte halt einfach völlig üblich sein. Ja? Also es sollte halt Leute geben, die genderqueer sind oder Frauen, die männliche Rollen beispielsweise einnehmen, ohne dass das groß thematisiert wird und immer als besonders dargestellt wird, weil wenn es besonders ist, dann ist etwas anderes normal und damit fällt man wieder in die gleiche Falle sozusagen. Also ich finde, man sollte nicht geschlechterneutral werden, man sollte geschlechterrepräsentativ werden, eher in der Produktion. Und damit wäre wahrscheinlich schon viel gewonnen. Genau, jetzt haben Sie uns ja gerade schon ein tolles Beispiel für die Praxis in der Filmproduktion genannt. Würde Ihnen jetzt auch noch einfallen, wie man ja das ganze Thema, was wir gerade diskutiert haben, im Alltag von einem nicht wissenschaftlichen Kontext aus anwenden kann? Also Wissen um Geschlecht und Gender sollte einfach dazu sensibilisieren, Geschlechterstereotype im Alltag so ein bisschen zu hinterfragen. Und ich denke, hier ist auch noch viel Forschungsbedarf da. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also haben Sie schon weitere Ideen für weitere Forschung in genau diesem Bereich? Also tatsächlich ist eine Forschungsfrage, die ich aber immer noch nicht mit meiner Kollegin angegangen bin. Wir würden einfach super gerne genau das machen, was wir gerade hier eingangs besprochen haben. Also beispielsweise Geschlechtsidentität abzufragen stärker und dann nochmal wirklich Filmpräferenzen oder Serienpräferenzen, Unterhaltungsgenre sozusagen, nochmal einfach auf Herz und Nieren zu prüfen. Das wäre so eine ganz einfache Sache, die in der repräsentativ einfach noch gar nicht so gut abgedeckt ist tatsächlich. Und genau, also das liegt immer noch auf Halde sozusagen. Aber auch da geht es natürlich los. Also wie fängt man eben an, nach Gender zu fragen? Macht man es gleich mit der Gender-Identität, sowas wie BEM oder ne, die Nachfolgeskalen, die es dazu gibt? Oder fragt man halt, wie identifizieren sie sich? Ne? Oder funktioniert das überhaupt bei der breiten Masse? Genau. Nee, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. Also da sind wir auf jeden Fall total gespannt auf Ihre weiteren Publikationen zu diesem Thema. Und wir haben jetzt zum Abschluss noch drei ganz kurze Fragen. Es sind solche Entweder-Oder-Fragen. Ich nenne Ihnen zwei Substantive und Sie sagen das eine oder das andere, was mehr auf Sie zutrifft. Ganz am Anfang, Netflix oder Kino? Netflix. Actionfilm oder Romanzen? Actionfilm. James Bond oder Jane Bond, wie wir sie genannt haben? Jane Bond. Okay, gut. Und jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich möchte mich doch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute dabei waren. In dem Interview haben wir uns ja vor allem auf das Unterhaltungsmedium Film und Fernsehen konzentriert. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gerne wissen möchtet, wie die Gender-Debatte in anderen Medien aussieht, dann werft doch einfach mal einen Blick in das Kapitel A Systematic Gender Perspective on Entertainment Theory, denn darin werden auch aktuelle Studien rund um Videospiele und analoge Medien wie Zeitschriften vorgestellt. In diesem Sinne, tschüss und bis bald. Vielen Dank.